Hallo und herzlich willkommen zur Folge 3 von Gothic 1 Quentins Bande. Wir sind zurzeit immer noch an der Austauschstelle bzw. an der verlassenen Mine. Denn hier wurde einiges erweitert. Hier sind überall kleine Ruinen und Türme hingesetzt worden. Da schlägt mein Gothic-Herz höher, dass man hier alles vollgeklatscht hat mit Zeug. Wir haben hier einen... Okay, Jugendscavenger. Das heißt, das hier oben ist alles Anfangsgebiet. Wunderbar. Mich auch, ey. Der da unten hat mich gerade irritiert. Der hat irgendwie seine Waffe gezogen. Warum auch immer. Da unten haben wir zwei Mole Rats. Aha, aha, aha. Hier haben wir abgenutzten Lurker bis unten altes Tagebuch. Der abgenutzte Lurker bis ist eine richtige Rotzwaffe. Spielt keine Rolle, wie ich während meines unglücklichen Lebens genannt wurde. Das Wichtigste ist, was mir in dieser Welt widerfahren ist. Ich wurde in Kurinis als Hilfsarbeiter eingestellt. Den vollständigen Inhalt des Buches findest du in der Kategorie Sonstiges deines Tagebuchs. Okay. Die Geschichte auf dem Plateau aus. Warte mal, was steht denn jetzt alles drin? Was erzählt ist, was mir in dieser elenden Welt widerfahren ist. Ich wurde in Kurinis als Arbeiter im Hafen eines reichen Bürgers angestellt. Alles lief gut, bis seine Frau begann, mich zu verführen. Als ich mich weigerte, beschuldigte sie mich der Vergewaltigung. Aufgrund meiner Stellung als Stadtbewohner galt es, eine Strafe zu verhängen. Ich bin in der Kolonie gelandet, konnte aber nirgends einen Platz finden. Im neuen Lager wurde ich von einem Banditen namens Butch verprügelt. Im alten Lager dachten die Wachen nur daran, Schutzgebühren von mir zu kassieren. Ich wollte weder von ihnen noch von den gierigen Erzbaronen ausgebeutet werden. Über die Sektenspieler will ich gar nicht erst schreiben. Eines Tages fand ich den Leichnam eines Mannes. Für mich sah er wie ein Jäger aus. Ich habe ihm seine Rüstung ausgezogen. Ich ging zum Austauschplatz, aber dort wurde ich plötzlich von den Wachen angegriffen. Sie hielten mich für einen Banditen, weil die Leiche dort offenbar einer von ihnen war. Ich floh mit aller Kraft und begann, die Felsen zu erklimmen, bis plötzlich ein Armbrustbolzen mein Bein durchbohrte. Ich kroch auf das Plateau hinaus. Hinauf, vermutlich. Ich habe versucht, den Bolzen herauszuziehen, aber ich habe ihn abgebrochen. Ich wollte nicht hinuntergehen, ich hatte Angst vor den Wachen. Ich saß Tag für Tag auf dem Plateau, ohne Wasser oder Essen. Jetzt habe ich Halluzinationen durch Hunger und Durst. Mein Leben ist bald zu Ende. Diese Kolonie hat den Funken meines Lebens ausgelöscht. Wenn du dies liest, habe ich bereits den Dolch gezogen und diese Schande beendet. Mögest du mehr Glück haben als ich. Ui, das ist ja auf jeden Fall... Das sind ja trübe Aussichten. Ein Glück kennen wir die Kolonie bereits sehr gut. Und wissen, dass hier wirklich nur die Starken überleben können. Und der arme Kerl gehörte wohl nicht dazu. Armer Tropf. Aber was willst du machen? Becher, Erzbrocken, Kram, Kram, Kram. Ich hoffe so sehr, dass wir uns hier gut behaupten können. Ich habe Angst, dass uns die Mod den Arsch aufreißt. Wir kämpfen gegen die Molwitz. Da oben ist auch noch... Sieht schon wieder einer sein Schwert. Obes Goblin. Die kommen einzeln. Sportsmänner halt. Theoretisch dürfen wir ihn sogar ein bisschen treffen lassen, weil da unten ist ja ein Bett. Oder hinten ist jemand. Auf der schlägt mich nicht zu Brei. Hier ist sogar ein... Na gut, also das hier Friedhof zu nennen, ist vermutlich ein bisschen bekloppt. Aber hier wurden auf jeden Fall ein paar Leute begraben. Vermutlich jene, die hier beim Einsturz der verlassenen Mine ihr Leben lassen mussten. Wir haben Essenz der Heilung, gibt den Prozent 20. Grabmoos, Waldbeeren könnte man futtern. Kräuter aller Art würde ich erstmal nicht futtern wollen. Der Knüppel ist natürlich sehr gammelig. Damit muss man leben. Mal gucken, ob wir den da oben noch platt kriegen. Scheiße. Haben wir. Der hat dabei zwei Dietriche und ein Rasiermesser. Rasiermesser ist natürlich wie immer diese... Genau. Das ist... Dieses Verkaufsutensil, hier liegt ein Gürtel. Ey!
Riesiger Gürtel. Okay. Schutz vor Waffen und Pfeilen 1. Wahnsinn. Aber besser als nichts. Übrigens sind auch die Rüstungsschutzwerte niedriger als im Hauptspiel und die Rüstung teurer als im Hauptspiel. Also, wir haben hier auf jeden Fall schon eine erhöhte Schwierigkeit allein von diesen Werten her gesehen. Da haben wir noch einen Scavenger, da haben wir ein paar Pflanzen. Und da ist einer. Ich meine, in der uralten Erweiterungsmod, die 5 in 1 Mod von Gothic 1, gab es hier oben mal so ein Lager königlicher Gardisten. Das war ziemlich cool. Für die konnte man auch noch ein paar Quests machen. Das war aber nur eine Nebengilde. Aber das fand ich seinerzeit immer sehr cool. Schon lange, lange her. Ich glaube, die Mod gibt es auch gar nicht mehr. Leider. Da unten geht es auch noch weiter. Da haben wir noch einen Goblin. Zu dem gehen wir gleich. Nachdem wir hier erstmal ausgiebig und gründlich alles abgezogen haben und nochmal einen schönen Blick über das leicht vernebelte Minental gewinnen können. Und hier im Eck haben wir halt eben diesen komischen Kauz, dem wir gleich reden, nachdem wir hier alle Waldbeeren aufgesammelt haben. Interessanter Typ. Vielleicht schenkt er uns ja zufälligerweise einfach so seine Rüstung aus gutem Willen. Auch wenn ich es nicht glaube. Ansonsten ist ja nichts mehr. Doch. Seraphis. Einmal Seraphis nehmen wir noch mit. Ansonsten ist ja nichts mehr. Okay, wer bist du? Ich hatte ja eine Quest für uns oder so. Der hat auf jeden Fall die mittlere Garderüstung, aber mit anderen Texturen. Gerard. Und wer bist du? Mein Name ist Gerard. Früher habe ich in der Arena gekämpft. Jetzt versuche ich irgendwie zu überleben. Und wie bist du hier gelandet? Also wie bist du hier gelandet? Das sollte dich nicht interessieren. Aber was machst du hier mitten im Nirgendwo? Ich lebe vorübergehend hier. Ich habe hier alles, was ich brauche. Also sollte ich in irgendein Lager gehen? Nö. Außerdem habe ich von hier aus eine schöne Aussicht. Du trägst eine interessante Rüstung. Die gleichen trugen auch die Soldaten des Königs, die mich hier abgesetzt haben. Ja, das stimmt. Die gleichen. Vielleicht sogar dieselben. Ich habe noch eine zweite, so eine Rüstung hier. Oh, wo hast du die? Das ist eine etwas längere Geschichte. Erzähl's mir, ich hab's nicht eilig, irgendwo hinzugehen. Na gut, mein Freund, bestach ein Kerkerwächter und gab mir einen kurzen Dolch. Eines Tages wurde ich von zwei Soldaten an einer Klippe geschleift, wo der alte Richter von Gorinis gerade seine Rede hielt. Da ich nicht gefesselt war, nutzte ich ihre Unaufmerksamkeit, zog den Dolch und verwundete damit einen Soldaten am Bein, woraufhin ich in Richtung der Berge davonlief. Zwei Soldaten nahmen die Verfolgung auf. Der Richter rannte los, um eine nahegelegene Gruppe von Rittern über den Vorfall zu informieren. Ich versteckte mich in einer Höhle und schlitzte dem einen die Kehle auf. Der andere bemerkte die Blutlache und näherte sich langsam mit einer Armbrust. Diesmal versteckte ich mich hinter einem Felsen und wartete auf einen günstigen Moment, um anzugreifen. Irgendwann stürzte ich mich auf den Soldaten und rammte ihm meinen Dolch ins Herz, aber er feuerte reflexartig seine Armbrust ab und verwundete mich an der Schulter. Ich schob die Leichen hinter die Barriere, dann hörte ich einen Alarm aus der Ecke kommen. Das war ein deutliches Zeichen dafür, dass der Trupp die Verfolgung aufgenommen hatte. Ich hätte weglaufen können, aber die Wachen hätten mich sowieso gefunden. Meine letzte Hoffnung auf Überleben war die Barriere. Die Ritter würden es niemals wagen, hier freiwillig einzudringen. Wo bin ich also hier gelandet? Bist du verletzt? Ja, es ist mir gelungen, die Wunde mit einheimischen Kräutern zu behandeln, aber manchmal kehrt der Schmerz zurück. Kann ich dir irgendwie helfen? Bring mir eine Medizin, die meine Wunden vollständig heilt, und du erhältst die Rüstung eines königlichen Soldaten. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich weiß deinen Optimismus zu schätzen, aber es wird nicht leicht sein, ein solches Heilmittel zu finden. Ich weiß, versuch durchzuhalten. Ich werde möglichst versuchen, wiederherzukommen bald. Okay, wir haben eine interessante Quest. Der verletzte Krieger wurde mit einer Armbrust angeschossen und braucht eine Medizin, um seine Wunden vollständig zu heilen. Als Gegenleistung für die Medizin erhalte ich die Rüstung eines königlichen Soldaten. Und das, meine Freunde, ist immens wichtig, gerade weil wir ja uns noch keiner Gilde anschließen möchten. Und das werden wir ja noch nicht tun. Und das heißt für uns, wir müssen unbedingt dem Gerard helfen, so schnell es geht. Sofern uns das halt auch gelingt. Wenn es einfach ist, wäre das super. Wenn nicht, müssen wir halt gucken, dass wir alles Mögliche dahingehende angehen und werden vom Goblin umgebracht. Ich hasse die Kerle.
Bin mal gespannt, wie stabil die Mod läuft. Ich wurde ein bisschen verwöhnt von Lobos. Lobos ist, glaube ich, kein einziges Mal abgestürzt. Das ist eine Premiere. Nach fast 30 Spielstunden kein Absturz. Schon irre. Ich hasse die Kerle. Als ob ich den nicht getroffen habe eben. Kackeier mich nicht. Schiedsrichter, hat das einer gesehen? Hätte gerne Videobeweis. Ich hätte auch nach dem zweiten oder dritten Schlag speichern können, ich weiß. Hätte ich tun können, hätte ich tun können, hätte ich tun sollen. Muss mich sowieso wieder ein bisschen dran gewöhnen, dass diese Speicherfunktionen müssen wir des Öfteren mal nutzen. Und so einfach jetzt. Warum? Weil wir es können. Ganz plump gesagt. Der hat schon wieder ein Rasiermesser und zwei Dietriche. Dabei haben die immer dasselbe dabei, oder was? Okay. Die lässt sich wenigstens öffnen. Links, rechts. Links, rechts, rechts. Links, rechts, 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 rechts. Okay. Einmal links, viermal rechts. Syrianisches Öl für wichtige Getränke, die Basis. Salzkrug und zwei Tränke. Das ist gut. Wir machen direkt den nächsten Test. Manchmal gibt es ja so einen Shuffle, also sprich, dass die Kombination von den Truhen beim Neuladen verändert werden. Damit man das halt eben nicht ausnutzen kann, so wie ich das tue. Aber ja, das macht die Mod nicht. Das ist, glaube ich, auch eher bei Gothic 2 Mods. Ah, wobei, da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Es könnte sein, dass Dunkle Geheimnisse oder Welt der Verurteilten da diesen Mechanismus eingebaut hat. Oder hatte. Haben wir noch irgendwas im Eck? Waldbären. Unfassbar. Also wir haben auf jeden Fall schon mal eine Quest, die ich gerne in Bälde erledigen wollen würde. Das wäre die Geschichte mit der Rüstung und des Weiteren. Ja, haben wir nur ein bisschen Krimskrams, ne? So ein bisschen, ich sag mal, die Standard-Quests mit so ein bisschen Ausuferung. Auch eine interessante Geschichte, die der hat, der Gerard. Also der ist jetzt irgendwie schon so als Verbrecher da irgendwie in so eine Verfolgungsjagd geraten und dann, ja, war der einzige Ausweg, in die Barriere zu hüpfen. Ich meine, da wäre er vermutlich so oder so gelandet. Oder er wäre sogar abgemurkst worden. Interessante Sache. Da ist noch Serra. Ey, Fiss. Zack. Auf jeden Fall, das sind gute Aussichten. Mit der Rüstung. Da habe ich Bock drauf. Also wir gehen jetzt erstmal weiter runter und schlachten noch ein bisschen die Standardviecher, kriegen vermutlich auf jeden Fall noch ein Level up, sammeln alle Pflanzen, die wir hier finden können und gucken, dass wir mal so ein finanzielles Polstern schon mal anlegen, so gut es geht. Denn wie gesagt, alles ist teurer. Und zwar allen voran, jetzt kommt das Traurige, Amulette, Ringe und Accessoires, so Kram halt, Gürtel und Rüstung. Das wird auf jeden Fall bitter. Hier ist gar nichts im Eck. Das hier ist nur der Scavenger. Da war wieder der blöde Schlag. Ich hab uns schon tot gesehen. Also haben wir hier noch irgendwas? Bei dem ganzen Gemüse hier? Nein, das ist ja echt unfassbar schade. Ich hänge hier fest an so einem unsichtbaren, im unsichtbaren Feld, unsichtbare Blockade, haben wir hier noch irgendwie. Hier ist ein Zettel, aber den kann ich nicht aufheben. Ah doch. Never mind. Stopp. Bitte cool bleiben. Ich muss was lesen. Gefunden beim Galgen. Hier hängt ein Schurke. Hengo. Gut, dass der Hengo hängt. Er war ein Schatten, entpuppte sich aber als Halunke. Er lieh sich Erz von seinen Gefährten und gab es nicht zurück. Während eines Gefechts mit Banditen tötet er diesen heimlich. Olbrin haben wir mit dem Gold begraben. Hengo haben wir an einen Ast gehängt, ohne Goldzähne. Die Schuld wurde beglichen, aber nicht mit Erz, sondern mit Gold. Olbrin wird verzeihen. Als Entschädigung möge der Leichnam des Mörders am Ast baumeln. Und du, Wanderer, schau dir den zahnlosen Gehängten an und denk dran, so enden Schweine.
Wir kennen das Jahr nicht, weil es unnötig ist. Aber der, der ihn erhängte, hat es gewusst. Ah. Jedenfalls sehr interessant. Jetzt gehen wir nochmal hier in Kampfmodus. Muss vor allem sehr aggressiv vorgehen am Anfang und in so einer Situation speichern. Und dann einfach zack. Okay, ist uns schon mal gelungen. Und wieder zwei Dietrich und ein Rasiermesser. Also nichts randomized, ne, so wie ein paar Gold oder ein Fisch oder sonst was. Nein, leider nicht. Sondern ganz simpel ein Rasiermesser. Und zwei, da geht's hoch. Und zwei Dietriche. Aber das ist ganz nett. Dietriche können wir eh zuhauf gebrauchen. Soll ja nicht schaden. Leider können wir die beiden ersten Truhen, die wir gefunden haben, nicht öffnen. Das macht mich ein bisschen traurig. Aber was soll's. So, da geht's eine Leiter hoch. Und natürlich gehen wir diese Leiter auch direkt nach oben, um zu gucken, was sich da so verbirgt. Hoffentlich nicht unser Tod und hoffentlich sind die Leiter nicht verbuggt wie die bei Ori. Ah, knappe Nummer. Die nächste Leiter. Oha. Da geht's direkt auf diesen. Dieser kleinen fesse Junge, Vater. Alter Vater. Was ist das für jemand? Räuber. Scheiß die Wand. Dann greift er mich gleich an, wenn er mich sieht. Ja, es gibt ja hier quasi Banditen und auch Räuber und was weiß ich. Mal gucken, ob der uns angreift beim Sichtkontakt. Scheinbar nicht. Scheinbar doch. Okay. Sind es wirklich feindlich gesinnt? Darf ich hier reinlaufen? Warte mal, ich lade noch mal kurz neu. Also der Dialog war auf jeden Fall verbuggt. Das hat auch irgendwie ein bisschen von Skyrim, ne? In den Bergen so eine kleine Festung und dann sind da Banditen. Der schießt doch auf uns. Okay. Jetzt seziere ich dich, du bist dran, keine Gnade. Aha. Ich bin mir zu 99% sicher, dass wir gegen die noch keine Chance haben. Aber ich merke mir den Spot gerne. Gut, so viele Spots gibt es in Gothic 1 auch nicht. Also Räuber sind auch nicht irgendwie Quentins Räuber. Ne? Habt ihr gesehen? Da ist dann direkt so rot markiert beim Räuber. Das heißt, es ist ein Feind. Sonst wäre es ja weiß für neutral. Hier ist eine Truhe im Eck. Die ist nicht mehr abgeschlossen. 60 Erzbrocken. Huch. Und dreimal Essenz der Magie. Nett, dass hier einfach so eine Truhe im Eck steht. Kann man nicht meckern. Jetzt haben wir hier noch ein paar Bäume und da links geht es dann quasi hoch zu dieser kleinen. Ah, Festung wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Des Guten, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Von hier aus kommen wir sogar hier runter, oder was? Hör auf, ehrlich? Nee, da geht's doch gleich. Da geht's doch gleich steil runter, oder? Ja, genau. Da sind ja Redford und Rex. Dann, die werden wir zu gegebener Zeit noch besuchen. Ich werde jetzt erstmal eine Runde pennen, glaube ich. Damit wir mit vollem Leben unten ankommen. Macht ja keinen großen Unterschied. Von den Tagen her, die vergehen. Das ist ja vollkommen egal in Gothic. Also es gibt zeitkritische Dinge. Aber erst wenn sie angenommen wurden. Ich glaube nicht, dass wir irgendeine Quest haben, die ablaufen kann. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Quests, die sich gegenseitig ausschließen. Und vor allem müssen wir aufpassen, welche Quests wir annehmen. So, ob was Aufnahmequests angeht, nicht, dass wir dann, wie gesagt, am Ende quasi einloggen, ohne uns sicher zu sein. Ich meine, dann gibt es kein Zurück mehr. Wie beim Günther ja auch. Dann ist es zu spät. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen wir pennen erstmal eine Runde. Und gehen alles schön gemütlich an. Wir können schlafen. Morgen, Mittag, Abend, Nacht. Das ist leider ein bisschen schade. Ich finde, da hätte man ein bisschen. Jetzt weiß ich auch, wo mir Betten stehen, ne, damit die Jungs hier schlafen können. Warum reißt du mich aus dem Traum?
Ja, was ich sagen wollte, ich finde es schade, dass man hier diese Möglichkeit vertan hat oder hat verstreichen lassen. Ich habe das sehr gerne, wenn man ein bisschen größere Auswahl hat beim Pennen. Ja, bis zum Beispiel Sonnenaufgang um 5, das gab es bei Lobos noch. Ne? Oder noch am besten waren hier ich weiß nicht mehr, welche Mods genau war, vielleicht war es Archolos, vielleicht Legend of Ashun, vielleicht beide, schon so lange her. Da konnte man sogar die exakte Stunde ausruhen. Ich glaube, das war Legend of Ashun, da konnte man das. Da gab es auch viele Quests, wo man zu einer gewissen Zeit irgendwo sein musste. Deswegen hat das auch Sinn gemacht. Oh, hier liegt ein bisschen Kram rum. Essenz der Heilung und ein Lichtzauber. Der ist doch ganz praktisch. Jetzt sind wir hier leider schon durch, haben noch kein Level Up. Haben jetzt hier die ganzen leichten, jungen Viecher schon weggeschlachtet. Und alles hier unten im Tal wird uns vermutlich den Arsch aufreißen wollen. Hier ist nicht mal ein weiterer Scavenger oder so, das ist ja echt bitter. Einen hätte ich gerne noch mitgenommen. Fürs Level Up. Sind das Junge? Ha, perfekt, da können wir sogar noch ein bisschen was wegschlachten. Ja, super. Da hinten haben wir die beiden Lümmel. Redford und Drax. Und hier im Eck ist Blade. Ah, Blade hier. Der lehnt da irgendwie am Baum an. Da hinten sind Redford und Drax. Also das sieht ja hier schon wieder sehr einladend aus. Ich glaube, Blade hatte kaum eine Funktion in Gothic 1. Schön, dass man hier so ein paar bekannte Gesichter sieht, auch an Orten, wo man sie gar nicht vermutet. In diesem Sinne würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir ja gerade weiter. Bis dahin. Tschüss.